begehren immer mehr auf und dazu gehört natürlich Mut und Charakter, Leidenschaft. Aber die spürt man bei euch. Und ich bin so froh, wenn ich da heute bei euch sein kann, weil man spürt diese Leidenschaft. Die vielen Ehrenamtlichen, die das aus einem Idealismus machen, aus einer Verantwortung für ihre eigenen Kinder und Enkelkinder, für eine zukünftig bessere Entwicklung. Genau das ist das Holz, aus dem wir Freiheitliche alle auch geschnitzt sind. Nicht den eigenen Vorteil im Auge habend, wie bei anderen Parteien. Ne? Weil du wirst Mitglied, damit du Karriere machst vielleicht, ne? Irgendwo. Da kommst du her und weißt, wenn du Mitglied bei der AfD wirst, ja, dann hast du keine Vorteile zu erwarten. Aber du kannst dich jeden Tag in der Früh beim Aufstehen im Spiegel betrachten und weißt, du bist einer, der auch ein ehrliches Leben führt. Oder dass 70% der Deutschen immer noch Frau Merkel gut finden. Ich finde das prima, ja. Also das hat durchaus Unterhaltungswert. Ich denke aber, dafür müssen Sie nicht 9 Milliarden im Jahr kassieren, liebe Freunde. Und Sie werden dann auch sicher verstehen, dass wir von der AfD fordern, die GEZ-Zwangsgebühr abzuschaffen. Und wir wollen natürlich das öffentlich-rechtliche Fernsehen nicht völlig abschaffen. Da kann man gerne einen Kanal machen. Und ob der dann Fake News Germany oder Heute Show 24 heißt, das ist dann egal. Liebe Freunde der AfD, wir haben einen wunderbaren Aschermittwoch verbracht. Über 1000 Besucher konnten wir hier in Osterhofen begrüßen. Und diejenigen, die nicht angemeldet waren, konnten leider nur noch einen Stehplatz finden. Frauke Petri hat uns heute mit ihrer humorvollen Art überrascht. Sie hat uns auf einen Wahlkampf eingeschworen, der alle Rekorde brechen wird. Unterstützt hat sie dabei der Bundesparteiobmann der FPÖ, Hatzi Strache. In seiner gewohnt lässigen, charmanten Art brachte er den Saal zum Beben. Ganz besonders aus dem Herzen gesprochen hat mir heute unser geschätzter Landesvorsitzender Petri Büstron. Er begrüßte als erstes seine Frau und seine Kinder. Und das ist das, was uns beide auch verbindet, die Liebe zu unseren Kindern und die Sorge um unsere Kinder. Denn wir in der AfD, wir kämpfen für die Zukunft unserer Kinder. Und zwar nicht irgendeine Zukunft, wir kämpfen für eine deutsche Zukunft im Herzen Europas. Liebe Freunde, in Deutschland kann man nur noch eine Partei wählen und das ist die AfD. Und manchmal bekommt man ja bei euch wirklich ein wenig das Gefühl, dass in Deutschland lauter verantwortungslose und fremdgesteuerte Politiker am Werk sind. Anders kann man den Zustand der etablierten Parteienlandschaft bei euch ja gar nicht definieren und bezeichnen. Martin Schulz wird da als Hoffnungsträger gefeiert. Also so hoffnungslos möchte ich nicht sein. Also das ist... Wissen Sie noch, vergangenen Herbst frotzelte Angela Merkel, Zitat, es werden überall Kraftfahrer gesucht. Und sie schlug eine vereinfachte Umschreibung von Einwandererführerscheinen vor. Ich weiß auch nicht, warum ich damals nicht gelacht habe. Nach dem LKW-Unglück auf dem Berliner Breitscheidplatz kurz vor Weihnachten sprach die Kanzlerin nicht von Ermordeten, schon gar nicht von Opfern des islamischen Terrors, sondern von, Zitat, Menschen, die nicht mehr unter uns sind. Wer diesen subtilen schwarzen Humor nicht versteht, dem ist wahrscheinlich nicht zu helfen. Wie war der? Etwas nachgelassen hat zuletzt die Scherzlust der Grünen. Doch die hatten die Latte ja zuvor sehr hochgelegt. Jokes wie Gewalt ist immer auch ein Hilferuf von Claudia Roth. Oder wir bekommen jetzt plötzlich Menschen geschenkt von Katrin Jüring-Eckardt sind ja kaum zu toppen. Das war so notwendig, da war so ein Vakuum da bei euch. Nicht nur in Bayern, sondern in der gesamten Bundesrepublik Deutschland. So ein Vakuum da. Und dieses Vakuum habt ihr endlich auch besetzt. Und da bin ich wirklich froh, solche Partner zu haben. Bin stolz auf euren Aufstieg, auf eure Entwicklung. Ihr könnt immer damit rechnen, dass ihr in mir
einen ehrlichen Freund und Unterstützer habt. Und ich wünsche euch der Alternative für Deutschland, und ich sage, das ist die einzige Alternative, weiterhin viel, viel Erfolg, und ihr werdet ihn haben. Und ich sage, verlässliche Partnerschaft, davon könnt ihr ausgehen, das werdet ihr mit mir immer haben. Ein herzliches Glück auf, liebe Frauke, alles, alles Gute, auch für dein fünftes Kind. Mich herzlich bei AfD Television für die Berichterstattung. Auf YouTube können Sie bereits seit 3 Jahren diesem Kanal folgen und sich so über unsere Arbeit in den Landtagen und im Europaparlament in Brüssel und in Straßburg informieren. Nutzen Sie diese Gelegenheit, informieren Sie sich aus erster Quelle.